Hier kann man sich nämlich wieder anscheinend aufwärmen oder so. Brauchen wir das? Dann doch jetzt so einen coolen Anzug, keine Ahnung, oder? Ach, hier ist eine Bank, deswegen. Ja, dann gucken wir uns doch mal die wunderschöne Bank hier an. Das ist ja ein Traum, diese Bank. Das ist, ach, ist das herrlich. Ofen-Upgrades. Nee, will ich nicht. Wir machen so ein Wolfgangstäbchen, genau. Wolfgangstäbchen, ne? Die weltbekannten Wolfgangstäbchen. Nee. So, was habe ich denn eigentlich noch im Inventar? Wieso habe ich da eine Platine, die ich jetzt nicht abgelegt hatte? Weiß ich nicht. Und jetzt wird sie eingespielt. Plus 2 Schaden, plus 1 Nachladen, das ist eigentlich perfekt für meine aktuelle Waffe. Eigentlich kann ich doch mittlerweile die linke Waffe, die wir jetzt eh nur für die Quest gebraucht haben, doch ablegen, oder? Dieses Han-Eidex ist übrigens eine Waffe. Okay. Und ich stell die jetzt einfach mal her. Keine Ahnung, was es ist. Mal gucken. Und dann gleich noch verbessern oder so und dann vom Material zulässt. Ich bastel mir jetzt die ganze Zeit so coole Platinen. Plus 2 Schaden, plus 1 Nachladen, ist bei der Waffe einfach ein Traum. Tja. Upgrade Platinen, krass. Ich habe so viele Platinen, hauen wir die einfach mal rein. Oh, das so. Ist eine schöne Geschwindigkeit. So. So. Ich habe nur noch 4600 Schuss, was soll ich nur tun? Weiß ich nicht. Ein Plasma-Cutter-Schuss verbraucht ungefähr so viel wie 10 Kugeln von mir aktuell. Okay. So, Han, Ei, irgendwas. Die hast du jetzt? Für die Waffe für den Bau von dem Vieh ausgetauscht, oder wie? Ja, ja, genau. Gut. Zeig mal, was die kann. Okay. So ein Streuschuss. Oh. Mit dem normalen. Und was ist das zweite? Flammen? Ah, ne, Nahkampf. Ah. So, oh, praktisch. Okay. Hätte ich mir auch gerne noch in meinen Stamm gebaut. Ich bin sogar fast im Überlegen, ob. Ah, hi, Leute. Die waren so nah? Anscheinend. Hallo, Ellie. Kopf, Arm und Bein los. Er liegt da hinten. Ich kann dir noch ein Stück holen, wenn du willst. Was? Tut mir leid. Aber ich hatte keine Wahl. Norton hat uns verraten, Ellie. Er wollte uns töten. Isaac hat getan, was wir tun mussten, um die Mission zu retten. Ich. Ach, kommen Sie. Wir müssen weiter. Jetzt sind nur noch wir 4 übrig. Ich kann das nicht. Dann lassen wir sie zurück. Wenn sie sich nicht zusammenreißen, sind sie eine Gefahr für alle. Sie sind ein Monster. Niemand wird zurückgelassen. Hey, kommt. Gehen wir zur Spitze dieses Berges. Zusammen. Zusammen. Warum regen sich die Frauen gerade so auf? Ich sehe nicht. Vor allem, warum zickt die eine auf einmal so rum? Hey, jetzt sind wir nur zu vier. Was meine Lieblings- Was hat denn Norton bisher gemacht? Also, ja, schnell. Ich meine, 2 Leute, die sagen, das war Notwehr. Und mit Ellie haben wir die ganze Zeit auch schon rumgeflirtet. Also eigentlich wollte sie von Norton noch gar nichts mehr. Warum gucken die sich irgendeinen Schrott an? Weiß ich nicht. Ist das nicht ein Körper? Ach, egal. Ah, die sind doof. Ja. So, hier müssen wir irgendwie Sachen aktivieren. Ohne die weitergehen. Halten, aktivieren. Partner wartet an der Abseilstation. Wird gehalten. Ich glaube, du musst auch halten. Ja. Ach so? Aber. Hä? Ach, jetzt auf einmal. Ah! Ich find's schön, dass sie die spontanen Sachen hier hinbauen, die genau das machen, was wir wollen. Wow! B, um dich abzuseilen, drücke L2, um zu springen. Ich klettere zuerst hoch und nehme mich um. Vielleicht
Vielleicht gibt's einen sicheren. Ich glaube, es hat auf uns geschossen. Oh nee. Ich finde es aber auch sehr schön, dass die Brocken von oben erst runterstürzt, nachdem wir angefangen haben zu klettern. Natürlich. Ja. Wurdest du erwischt? Nee, aber ich wurde aus irgendeinem Grund von links vor nach rechts geschleudert, wo halt gerade so ein Brocken nach unten gefallen ist. Hier oben sind wieder so zwei Stationen. Kommst du? Ah, cool. Warum stehen die hier rum? Ich weiß es nicht. Haben wir die hierhin gebaut? Wohl kaum, mhm, oder? Nein, aber wir brauchen schon Sinn. Ups, falsche Richtung. Aber wenn ich das jetzt nicht an Cursed Mountain erinnert, dann weiß ich auch nicht. Kein bisschen. So hätte Cursed Mountain aussehen. Ach, Quatsch. Ich find's viel cooler, wenn du dich mit einem Eispickel den Berg hochhangelst. Ohne richtige Ausrüstung. Ohne Grafik. Mit Sauerstoffflaschen in irgendwelchen Vasen. Ja. So muss das sein. So, hübsch. Wo müssen wir lang? Ja. Da, wo Licht ist. Übrigens, freu dich auf ein Spiel, was Taylor und ich letztens aufgenommen haben. Es ist nämlich der indirekte Nachfolger für uns, zumindest für Cursed Mountain. Du hast nie an mich geglaubt. Oder an diese Mission. Oder an uns. Ich musste mir jemand anderes suchen, der mir hilft. Und jetzt ist derjenige tot. Du hast ihn sabotiert. Genau wie alles andere auch. Was soll das denn heißen? So denkst du wirklich über mich? Ja. Sie haben dich mit vorgehaltener Waffe hergebracht. Ansonsten wärst du nicht hier. Ich bin nicht hier, weil mir jemand eine Knarre an die Schläfe gehalten hat. Naja, Norton ist tot, weil jemand es bei ihm genauso gemacht hat. Warum zickt die jetzt rum? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe allgemein die ganzen Möchtegern-Story-Sachen hier in dem Spiel nicht. Dieses Wannabe-Beziehungsdrama-ARD-Soap-Gedöns. Absolut total ohne Zusammenhang. Irgendeine Liebesgeschichte zusammenbasteln. Und beschweren und beschweren, es gibt keinen Grund. Ich meine, wir retten die dauernd. Wir machen jeden Scheiß, jeden gefährlichen Kram. Aber wird irgendwie nur dumm angemacht von denen. Ich verstehe gar nicht, was Isaac an Ellie findet. Die ist voll doof. Sie ist die einzige Frau, die den Scheiß hier auch mitgemacht hat. Also wenn ihn jemand verstehen kann, ja, dann eigentlich sie. Ja. Eigentlich. Eigentlich. Das ist ja das Kuriose. Ich bin spontan jetzt skill geworden. Ich meine, sie weiß doch, was mit diesen komischen, was los ist, wenn Leute mit Markern und so weiter an Berührung kommen und wenn überhaupt und generell und dass die alle einen Knall haben in diesem Spiel. Was ist das denn? Das ist typisch. Oh, was? Da ist jemand, da muss ich mich direkt vorhin umbringen. Oh, mein Waffe kann ja so von hinten getroffen, langgeschossen machen. Guck mal, die Fackeln so schön. Yay. Oh, guck mal, da hinten kommt. Hi, bist du nett oder willst du? Hier stehen irgendwie mehr Leute auf, als mir lieb ist. Hier geht's, Hilfe, ich bin direkt hinter dir. Ich war direkt hinter dir. Dass wir das jetzt noch, also, genau, dass die uns so viel Zeit gegeben haben, das wundert mich jetzt. Das fällt eigentlich nicht. Normalerweise ist das nicht so viel Zeit. Boah, ich habe jetzt einfach alles drauf geschossen. Das war mir auch egal. Ob die Munition verbraten war. Ja. Machen wir eine Flutfontäne, ist okay. So. Och, hinter mir. Nee. Nee, es war noch so ein Tentakel, der nachgeflogen ist. Gruselig. Wo gehst du lang? Wollte mal gucken, ob hier irgendwas im Zelt ist. Nee. Ja, Ellie, unsere Oberzicken. Jetzt habe ich um 4800 Schuss. Ich habe gerade aus Spaß einfach mein Magazin leer geschossen. Nicht Luxus. Nicht, dass ihr denkt, ich beschwere mich so, oder? Aber wow. Ja. Passt schon. Oh, guck mal. Wow, geht's hier tief runter. Zum Glück ist hier wieder irgendwas gebaut. Hey, ich habe hier einen Frachtkäfig gefunden, aber er hat sich im Felsen verkeilt. Ich versuche ihn loszulösen und nach unten zu schicken. Ellie, hörst du mich? Wir sehen ihn.
Kommen Sie, Ellie. Nee. Ist wieder gut gelaunt? Ja. Oh, ich hab doch keine Panik mehr. Kann ich dir helfen? Weiß ich nur nicht. Der Käfig ist jetzt unterwegs. Ellie, kannst du ihn sehen? Seid ihr denn dumm? Offenkundig. Was müssen wir denn jetzt machen? Weiß nicht. Einfach weitergehen. Ellie? Na dann nicht. Der Käfig wurde ja jetzt runtergelassen, also. Ach ja, ich liebe diese Höhlen, in denen es schneit und auf einmal aufhört. Schnur, bringt das überhaupt irgendwas hin? Ich glaube, hinter uns ist was Lustiges. Da kommst du recht. Ich mach mehr. Warum brennen die denn auf einmal? Was machst du denn mit denen? Na, wie gesagt, das ist meine Waffe. Spontanes Feuerzeug. Dafür kann ich nichts. Das ist einfach der. So funktioniert die Waffe halt. Mein Gott. Ich muss mich dafür nicht rechtfertigen. Das ist deine Waffe, hast du gebaut. Oder gefunden. Was auch immer. Der läuft das nicht. Ich wollte sie doch nur ausprobieren. Weiß ich nicht. Wo gehe ich vor oder zurück? Ich kann mich nicht entscheiden. Spontane Konfusion. Oh, hinter. Du meinst hinter dir? Oder so. Dup, di, dup, di, dup, di, dup. Ist das hier Eis? Soll das ein Wasserfall mal gewesen sein, oder was? Keine Ahnung. Vor ewigen Zeiten? Ich hab eine Klaue in die Wand genagelt. Coole Sache. Ja, was haben wir denn hier für einen lustigen Weg? Ach, gucken wir, da sind schon wieder Sachen. Hier können wir nach oben klettern. Und Ellie haben wir jetzt vergessen, ne? Ja, ist okay. Ellie, okay. Dann irgendwann ist auch Isaac genervt. Ja. Kann ich voll verstehen. Der tut mir echt leid, der Typ. Ich verstehe diese komischen Aktionen hier nicht. Immer dieses gleichzeitige Drücken und Halten müssen, um so eine Maschine zu aktivieren. Vor allem bei solchen Maschinen macht es auch absolut null Sinn. Oh, cool. Baumfeld. Upsala! Wow. Muss ich jetzt zu dir rüberhüpfen? Ach, was machst du denn da, Kara? Ja, ich muss auf deiner Seite. Irgendwas vorhin gesagt mit Springen, aber ich verstehe jetzt gerade nicht, weil ich komme doch hier bei meiner Seite auch nicht hoch. Okay, du musst jetzt wieder wechseln, jetzt kannst du nämlich auf meiner Seite wieder hochklettern. Eben war auf meiner das Hindernis, jetzt bin ich ein Stück weiter hochgeklettert auf deiner Seite, jetzt bin ich das Hindernis. Es wechselt immer so. Ach so, so ist das mit dem Springen jetzt gemeint, jetzt verstehe ich das. Hui! Dup, di, dup, di, dup, dup. Und nebenbei noch nachladen, weil wir besonders cool sind, ja. Isaac, wir sind okay. Wir haben es verjagt. Ja. Hör mal. Wegen Robert. Ich verstehe einfach nicht, warum er versuchen sollte, dich zu töten. Er gab mir die Schuld für den ganzen Schlamassel hier. Er wollte unbedingt heim. Ich wollte unbedingt bleiben. Aber die Mission ist alles, was zählt. Ich dachte, Robert hätte das verstanden. Ich bin für dich da. Und das meine ich ernst. Oh Gott, diese Beziehung kann ich länger als 5 Tage halten. Die sind das ja auf einem Kindergartenniveau. Also ich habe da ein Mädchen kennengelernt, ich finde das voll süß. Sie hat ein voll cooles Auge. Oh, jetzt ist das Auge weg. Egal, ich liebe sie immer. Mist gebaut. Der Typ ist tot. Ja. Definiere doch mal Mist gebaut. Ich bin in eine andere Abzweigung gegangen, da waren plötzlich Gegner und ich fühlte mich sehr allein. So, also rechts lang, böse, links lang, Kisten. Cool.
Da, la, la. Dein Weg finde ich viel besser, aber ich fürchte, rechts lang ist richtiger. Ist schon okay.